Ich habe hier ein 116. Ja, gut. Okay. 3, 2, 1, meins. Jo. Ah, ist das schön, mal wieder diese Übermacht der Spinos, nachdem wir die ganze Zeit immer dieses ganze Korbzeug mit den Waffen wegschießen mussten, mühsam jetzt in der Höhle. Einfach so alles wegsnacken, was so kreucht und fleucht. Erzähl, du hast da was hinter dir. So, hier ist wieder die komische Digitalanzeige hier. Komische Hologramm. Was ist da eigentlich drauf zu sehen? Ich weiß es nicht. 545 steht oben links. Sieht ein bisschen aus wie eine Map, so, wie so eine Landkarte. Vielleicht von einem früheren Arc. Oder das ist eine Übersichtskarte von der Gegend hier. So, dann holen wir jetzt mal wieder Dracheneier raus. Ich bin sehr gespannt, ob wir mal ein paar High-Level finden wieder. Wir sind ganz tiefenentspannt, weil wir jetzt gerade nicht in eine Höhle rein müssen. Nicht schon wieder in die Höhle. Ey, ich hätte das jetzt, glaube ich, auch ein zweites Mal, hätte ich, glaube ich, heute nicht gepackt, ey, ohne Witz. Das hat meine ganzen Zuckerreserven im Körper verbrannt. Diese Aktion. Viele Rüstung hast du mitgenommen, Spielbär? Zwei, wieso? Okay, sehr gut. Sollte ich haben, eigentlich, ja. Zwei habe ich mitgenommen. Okay. Wo ist Rudolf? Rudolf musste eigentlich vorgehen. Ja, Rudolf ist etwas überladen. Mit Rudolf? Du musst Rudolf ein bisschen Zeug wegwerfen. Ich muss mal Stamina laden. Ich hab nur Fleisch. Da musst du was wegwerfen. Ich werf doch schon die ganze Zeit Fleisch. Warum eigentlich Rudolf? Weil sie so rot ist. Das ist die Farbmutation, die rote. Ah. Guck mal, sieht aus wie Rudolf. Also komplett Rudolf. Bin die Nase. Genau. Habt ihr das Artefakt bekommen? Nein, haben wir nicht. Die Höhle hat uns besiegt. Wir haben den geordneten Rückzug angetreten, in der Hoffnung, dass wir das Material, das wir da gerettet haben, in dem Moment dann nutzen können, beim nächsten Mal. Ihr könntet doch einfach mit dem Drachen runterfliegen. Ja, und dann sterben die Drachen von den Drachen, die da sind. Es sind einfach zu viele. Die machen nicht genug Damage und die halten vor allem nicht genug aus, die Drachen dafür. Ich glaube, worauf die Leute anspielen, sind wahrscheinlich wieder diverse Videos, wo Leute so einen Speedrun machen, Eier holen, weißt du? Es gibt auch aber so, wir wollen ja mehrere Eier holen und nicht nur eine Runde. Ja, es gibt ja auch so Experten, die stürzen sich, habe ich auch schon gesehen, mit hier Gleiter darunter und dann kommt jemand anders und hebt sie dann irgendwie auf oder so. Gibt's auch. Also macht mal wieder so eine Art Ark Park, wäre mega toll. Ja, das kommt vielleicht sogar, wenn wir hier keine Sachen mehr haben, die wir in Aberration zeigen können, wenn wir zum Beispiel alle Höhlen besucht haben, wenn wir den Boss mal besiegt haben und so. Ich glaube, dann machen wir mal wieder so ein bisschen so Challenge-Sachen in den Streams. Absteigen nicht vergessen. Ja, bin jetzt schon abgestiegen. Keine Lust hier Fall-Damage zu kriegen. Aber wenn ich auf dich raufspringe, huch. Du hängst irgendwie ich häng noch im Stein. Ich hab Ziege hinter euch her. Ein Zieger? Oh, zwei Zieger. Mhm. Das ist der Zieger-Simulator. Bräuchten ein Schweinchen, dann könnten wir sagen, ich glaube ein Schwein fällt. Ja, das ist ja gut. So ein Leuchtschweinchen, wie geil wäre denn das, ey? So ein Schwein, das leuchtet mit so einem kleinen Ringelschwanz. Ja, der dann so wie so eine Glühbirne. Der dann wie so eine Glühbirne ist, so ein Ringelschwanz. Und er hat ja vorne Steckdose, ne? Ja. Genau. Das wäre so gut einfach. Ein kleines Leuchtschwein. Ja. Ich versuche zu wenden. Über diese kleinen Elementsteinchen da, die Glocken einvoll. Ja, wollen wir den hier auch gleich töten? Komm. Ja. Weil der kommt sonst nachher. Genau, der kommt dann nachher, sonst ist es ein.
denkt dran, wenn ihr das Ei holt, direkt in den Spino packen, nicht erst später. Genau, sofort, wenn du bei deinem Spino gelandet bist, das Ei reinpacken. Ich muss immer Stamina laden. Und dann in den Spino. Wir sind noch Drachen, lass die mal töten. Weil, später, sobald du das Ei umlegst, später nochmal, kommen immer wieder Drachen. Ja, ich habe das gestern schon mitbekommen, als ihr das so gemacht habt im TS. Da war ich ja dabei. Okay. Okay, ich muss noch ein bisschen was... Ein Ei gelegt haben. Ich muss noch mal kurz was wegschmeißen. Eins, zwei... Drei. Drei Nester. Drei Na, Nester? Dann für jeden eins. Okay, warte mal ganz kurz. Wer will wo klettern? Luzi, gehst du ganz hoch? Jo, kann ich machen. Ich will nur mein Spino kurz. Welches willst du haben, Spieler? Ich nehme das hier vorne. Das hier, wo ich gerade drauf zulaufe. Genau, am besten schon mal den Spino umdrehen, dass du gleich besser loslaufen kannst. Warte. Und ihr landet dann mit den Fallgleitern, leitet ihr Gleiter. Genau, also ich springe runter, weil wenn du die Gleiter sofort aufmachst, dann habe ich immer Angst, dass man irgendwann die Klippe runtersegelt. Also ich springe runter und kurz bevor ich auf dem Boden aufkomme, mache ich die Gleiter auf. Das ist sehr schlau, ja. Genau, und dann das Ei direkt in den Spino und erst die Eier aufheben, wenn alle da sind. Okay. Sonst kommen die Drachen sofort. Okay. Okay. Oh, okay. Jetzt bloß nicht rausfliegen. Fragt jemand, wo die Mathearbeit ist? Was flog da gerade? Hey, hier ist kein Ei drin. Dann ist es drunter irgendwo. Oh, das ist schon wieder weg. So wie ich hatte doch auch letztes Mal keins. Nicht, dass das Nest jetzt vermarkt ist. Shadow hatte bei dem Nest nämlich auch mal keins, aber er hat das Ei da drunter gefunden irgendwo. Wie hat er denn... Aber gestern war da auch keins drin bei mir. Wie hat er denn unter das Nest geguckt? Wie hat er das denn gemacht? Nimm eine Stelle weiter drunter. Hier ist ein 76er-Ei oben. Ein 16er. Mit K kann ich gar nicht drunter gucken, sehe ich gerade. Das prallt ab. Hm. Warte mal. Du musst ein Stückchen runterklettern, ob es irgendwo weiter unten liegt. Hey, da ist kein Ei unterm Nest. Ich kann da nichts erkennen. Glaube ich. Nee, da ist keins drunter. Das ist, glaube ich, einfach keins aufgetaucht. Na gut, dann kann ich ja schon wieder runtergehen. Hm. Ui. Was kriegt man dann eigentlich, wenn man bereit? Hier diese gelben Pflanzen abkrabbelt? Und nehmen. Ups. Hui. Guck mal, es kommen überhaupt keine Drachen. Pack's direkt in den Ordner rein. Es fliegt aber irgendwo was. Hinter uns. Und was rechts. Denn? Oh, links, Ari. Und rechts. Ja, ich sehe sie. Kommen keine Drachen. War der 16er? Oh, der hätte man einlegen können hier. Ja, wie sie mich im Mobbingkreis drin haben, die Schweine. Okay. Wir haben Eier. Was habt ihr jetzt nochmal für Level? 76. 16. Also eins für den Basilisken und eins für uns. Ja. Wobei 76 jetzt auch nicht so der wahnsinnige Brüller ist. Wartet mal ganz kurz. Wollen wir schon rausgehen? Ich möchte mal gerade ganz kurz was prüfen. Ich möchte mal gerade ganz kurz schauen. Moment, bin gleich wieder da. So, da unten sind tote Drachen. Da hängt doch irgendwas fest. Da hängt irgendein Tier in Dings fest. Es ist ein Spino. Da unten ist ein Spino. Der wird auch getroffen. Ach ja, der runtergefallen ist. Ist der von uns, ja? Ja. Ich guck grad, das ist okay, wir haben genug Spinos. Ja.
Der ist, glaube ich, eh gleich tot. Der wird gerade angegriffen. Ja, ich glaube, er ist gleich. Er hat's gleich. Oh, er wehrt sich. Vielleicht hat er ja den Spawn für das Ei blockiert. Und warum erst jetzt, ist dann die Frage. Soll ich mal warten, bis er... Okay. Ja gut, Experimentalphysik-Klausur. Das war's wohl mit der Experimentalphysik. Ja, wer mag schon Experimentalphysik? Okay, dann können wir ja weitergehen. Na toll, jetzt hast du einen Drachen angelockt. Es ist witzig, er hat mich mit seiner Macht hat er mich gerufen, der Spino, um Hilfe. Und mit meinen Jedi-Kräften habe ich das natürlich gehört. Irgendwie habe ich das Bedürfnis gehabt, da an diese Kante zu laufen und zu gucken. Mysteriös, mysteriös. Wieso nehmt ihr nicht den Reaper nach unten? Weil wir unsere Reaper gerne noch etwas länger behalten möchten und die... Hier reicht schon. Hä? Hochheilen. Ach so. Wir wollen unsere Reaper gerne noch etwas behalten. Und deswegen haben wir jetzt Spinos genommen. Ach so, wir warten jetzt hier, bis die neu gespawnt sind. Dann gehen wir wieder zurück und holen weitere. Mhm. Ah, das muss man mir doch sagen. Ich dachte, wir gehen jetzt schon wieder raus. Ja, das lohnt sich doch nicht. Naja. Ich nehme jetzt mal das Nest da vorne. Ich will da jetzt auch mal gucken. Glaubst links du uns nicht? Ist, ja, links ist übrigens wieder nett. Und hier vorne auch. Oh, da links, da ist auch eins. Mhm. Okay. Selten. Ich nehme jetzt das hier, wo ich gerade drauf zureite. Oh, da ist auch ein Ei drin, ich hab's schon gesehen von unten. Sehr gut. Minus oben drin? Ach ja, bah, Moment. Oh, guck hey, mal in den Chat, Spielbär. Was ist es? Guck mal in den Chat. Ja, was soll ich da sehen? Da von Robin Meinl, wenn ich es richtig... Hi, hat er geschrieben. Okay, weiter unten. Er meint, Spielbär, du bist der Beste, mach so. Weiter so. Ah ja, dankeschön. Hey, das freut mich. Also hier ist ein Ei drin. Jetzt doch wieder, ja. Ja, Level 44. Moment, ich bin auch gleich oben. Ha. Die Knochen sind komisch. Ich glaube, das sollen Menschenschädel sein, weil die sind viel zu groß. Ich habe ein 20er-Ei. Das waren alles Neandertaler. So. Ich habe einen 80er-Ei. Toll. Und das alle bereit? Ja. Ja. Dann nehmen. Runter. Geflogen. Wow. Legen. Oh, ich bin am Kopf hängen geblieben. Sonst wäre ich voll die Dings runtergesegelt. Bei mir ist schon einer. Ja, ich sehe ihn. Ich greife mit an. Ich helfe. Achso, Ei in die Spinos legen, genau. Nicht E drücken. Das ist der 80er gewesen. Das war die Mama. Ari, wo bist du? Ja. Ari, du stehst. Kann mein Ei nicht in den Spino legen. Bin ich rausgeflogen? Ich glaube, du sitzt da. Hängst in deinem Spino drin. Achtung, Drachen! Aber ich kann mir einen nicht in den Spino legen. Ist er vielleicht voll. Zu voll? Hat er so ein schwarzes Symbol da oben? Nee. Versuch mal in meinen Spino das Ei reinzulegen. Das geht. Komisch. Ja gut, dann habe ich jetzt die doppelte Verantwortung. Die volle Verantwortung habe ich sowieso, die doppelte Verantwortung habe ich jetzt. Na gut, dann können wir ja schon wieder gehen. Das war ja ruhig. Ja. Ruhig und entspannt. Spielbär, hast du eigentlich irgendwann mal vor, dich zu zeigen? Wäre richtig fresh. Auf der Gamescom. Da zeige ich mich immer. Manchmal sogar mit Gesicht. Zwei Gesichtern. Ja, und dieses Jahr vielleicht sogar mit Glowstick auf dem Kopf. Mal gucken.
Boah, das wird dann so. Das ist voll geniale Kosmik. Ich ahne dann schon, wenn da wieder dieser Lutz van der Horst auf der Gamescom ist, dann läuft er mir die ganze Zeit hinterher, weil er dann ein Interview haben möchte und wissen will, was das für ein komisches Ding auf meinem Kopf ist, warum ich das gemacht habe. Das wird sehr lustig. Lustig wird's dann auch, wenn die Zuschauer auch mit dem Glowstick auf dem Kopf dazukommen. Ja. Und einfach so über die Gamescom rennen und du siehst die halt da mit diesem Glowstick rüberlaufen. So. Ohne Scheiß, ich hoffe, Ark macht dieses Jahr wieder einen Stand auf der Gamescom. Da müssen wir uns mit diesen Glowsticks da vorstellen. So. So eine Mahnwache. Das müssen wir machen. Und dann werfen wir einfach die Entwickler mit Glowsticks ab. Und dann rufen sie den Sicherheitsdienst. Hier sind irgendwelche Verrückte mit Glowsticks. Musst du aber irgendwie so Klett oder so dran kleben, weil wenn du die Glowsticks an sie wirfst, dann sollst du es ja auch haften. Ja, aber wir haften dann. Ja. Wir haften. Wir sind die Einzigen, die dann haften. Wir sind hier auch die Einzigen, die dann haftbar gemacht werden. Sind das jetzt rechts von Spielwehr oder soll ich das holen? Ich nehme das vorne da, wo ich vorhin nichts gefunden habe. Wahrscheinlich ist wieder nichts da. Ja. Wenn das so ist, dann kletter ich, glaube ich, mal da hoch und schaue, ob ich es wieder sehen kann. Oh, ich sollte vielleicht die Wand auch nicht schlagen. Ich sollte vielleicht versuchen, eher hochzuklettern. Oh, warte mal, ich habe meinen Spino nicht umgedreht. Moment. Kann ich machen, geh schon mal hoch. Okay. Leg mal das Ei vielleicht dann in mein Spino. Meiner kann am meisten tragen von allen. Du kannst doch gerne die... Ach so, nee, wenn du die jetzt rausnimmst, ja, dann... Machen ja. Wir jetzt nicht. Moment. Level 40 habe ich hier. Ich habe hier ein 116. Ja, gut. Okay. 3, 2, 1, meins? Jo. Auf dann geht's. Los. Hab's in deinen Spino gepackt. Sehr gut. Komm. Wenn nichts kommt, dann gehen wir. Vielleicht bleibt der Drache, der es gelegt hat, ja da. Wollt ihr da nochmal hin? Na klar. Ja. Oh, achtet eigentlich auf eure Rüstung. Ja, ich wollte da gerade sagen. Ja, das geht noch. Geht noch. Meine ist unter der Hälfte schon. Ja, du hast doch noch eine dabei, oder ja, nicht? Ja. Nochmal direkt? Ja. Oder sollen wir den ein bisschen Zeit lassen zum Spawn? Nee, wenn da jetzt der 100 noch was ist. Achso, ja, okay. Würde ich mich jetzt umdrehen und gleich nochmal hingehen, oder? Bin ich wieder da hoch? Ja. Ich stelle mich immer komisch an, da hoch zu gehen. Das mit dem Klettern habe ich jetzt eigentlich den Dreh rauszuhaben. Ja, mit dem Klettern, das geht eigentlich so. Oh nein, es ist Erdbeben gerade. Ist Erdbeben bei mir schon nicht? Wieder? Ja, es hat gerade eben irgendwie angefangen. Ich glaube, wackeln. Bei mir... Mich hat's auch runtergehauen. Warte mal, ich kann irgendwie auch gerade mich nicht... Okay. Ja, ja, genau. Das ist Problem ist, dass die Erdbeben hier unten nicht richtig funktionieren. Und man sie auch nicht richtig mitbekommt. Deswegen ist es dann mit Klettern immer ein bisschen schwierig. Nee, ich glaube, was auch jetzt im Update stand, im Update-Patch-Notes, ist, dass jetzt der Kamera-Shake auch auf die Erdbeben wirkt. Und deswegen sieht man das Wackeln nicht mehr, wenn man unten steht. Man sieht es nur noch, wenn man klettert, das Wackeln. Wenn man das runtergestellt hat, den Kamera-Shake. Derselbe nochmal, ne? Ja. Ja. Oh. Jetzt oben und wo ist unten? Hä? Das oben? Das ist oben. Ja, mich hat's gerade ganz komisch rumgedreht. Hallo. Alle da? Nee, auch jetzt braucht noch. Musst du eine Kletterhaken wechseln, die anderen haben gerade rumgebackt. Ja, das funktioniert auch manchmal, den Kletterhaken zu wechseln. 76. Okay. Auf die Plätze, fertig, los. Ich pack das wieder in dein Spino. Kommt einer links? Kann ich auf mein Spino rauf? Jetzt. Wo ist der 116er jetzt mal kommt? Den nicht. Ich sehe keinen Drachen. Der ist 116, ja. Hier, hinter dir!
Ja, das 16er hängt gerade fest da hinten. Weil das ist doch gut. Ist die Frage, wollen wir den umbringen oder wollen wir den einfach weglaufen schnell? Lass einfach weglaufen, dann ist er doch inaktiv. Dann ja, dann haben wir noch ein paar 116er Eier. Nein, um Gott, nicht reinlaufen. Wofür sind die ganzen Eier? Naja, die High-Level, die wollen wir ausbrüten und die Low-Level, die werden verfüttert. An Basilisken oder ja, für andere Sachen noch. Zum Essen. Kibbel. Ja, und dann haben wir es ja fast geschafft. Wieder oben ins Bino, auf dem Ding da oben drauf steht, auf der Felsnadel. Er wacht über den Eingang. Er stürzt sich dann von oben runter, wenn wir gerade wieder eine Queen hochziehen wollen. Ja, man merkt, wir haben viele Eier und viel Fleischintus. Wir sind langsam und träge. Hä? Hat der gerade den Vogel angespuckt, ja, der Arthropleura? Hat er. Loi. Oh. Ja, da haben wir es doch wieder mal geschafft, meine lieben Freunde. Wir haben High-Level-Eier besorgt. Und ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass man von hier aus doch so easy zu dem Drachen-Canyon runter kann. Vielleicht sollten wir hier auch nochmal eine Zuchtstation bauen. Eine Brütstation für die Drachen. Bitte nicht. So viele Name, dass wir hier unten kommen, sind die Babys schneller tot, als uns lieb ist. Und du weißt, was ja mit Bam Bam passiert ist. Oh nein, Bam Bam, sag nicht diesen Namen. Sag, kommen wieder die Drachen, sobald du das Ei aus dem Inventar rausholst. Nein, stürzen Bam Bam sich da runter. Bam Bam. Er war so ein schönes Baby. Das haben sich die Drachen auch gesagt. So, jetzt lädst du die Eier in Spyrock und kommst mit nach oben. Ach so, ich habe die Eier gerade in meinem Inventar. Wir müssen aber noch nach oben. Ja. Ja. Ja, Moment, Moment, lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Wo ist jetzt Spyrock hier? So, dann los. Meine Rüstung noch ablegen. Ich kann hier unten lassen. Hast du die Eier schon umgeladen? Ich habe die Eier schon reingepackt, ja. An dieser Stelle ist diese Folge Ark Aberration auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da, werft auch nochmal einen Blick in die anderen Aberration-Videos, die hier an dieser Stelle verlinkt sind, und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch auf unseren Community-Server joinen. Die Serverinformationen zu unserem GL-Players-Community-Server finden sich in der Videobeschreibung. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge Ark Aberration. Bis dann, ciao, ciao!